Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Rogue Heroes. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Wir spielen heute mal ein Roguelite-Spiel. Es nennt sich Rogue Heroes. Ich weiß jetzt schon, dass es mich wahrscheinlich tierisch aufregen wird und ich mich wahrscheinlich auch wegen meiner Tode aufregen werde. Was ich merkwürdig fand, als ich in die Demo reingeguckt hatte, also auf die Seite, stand da, das wäre online im Koop möglich. Komischerweise ist hier nur der Lokale. Ich denke mal, den Online-Koop gibt es nur bei der Vollversion. Also hätte ich jemanden jetzt hier bei mir sitzen, könnte er mit mir die Demo anspielen. Aber ich bin halt leider Gottes allein. Story of my life. Ich kann mir einen Charakter machen. Okay, haben wir irgendwo braun? Blau nehme ich auch. Ich sehe kein Braun, also nehme ich Blau. Da. Doch kein Heiligenschein. Bin ich. Ah, hier habe ich. Hautfarbe. Ich erstelle mir gerade einen Charakter, während ich mir ein Profil erstelle. Passt. Die Tunika muss blau sein. Ja. In alten Zeiten wurde Tarsus von einem hundertjährigen Krieg verwüstet. Die vier Göttinnen waren in einem ewigen Kampf gegen die vier Titanen verwickelt. Und alle Lebewesen litten darunter. Als die Göttinnen erkannten, dass sie die Titanen nicht wirklich besiegen konnten, opferten sie sich, um die Titanen in vier großen Kerkern einzusperren. Ich dachte, wir spielen Rogue Heroes und nicht Attack on Titan. Mit der Zeit begann Tarsus zu heilen und das perfekte Gleichgewicht... Ich darf nicht zu Ende lesen. Okay, ist gut. Ich lasse den Text mal kurz erscheinen. Ich mache kurz Pause und lese. Ich bin nicht schnell genug zum Lesen. So, macht euch einfach wirklich immer wieder ein kurzes Standbild, dann könnt ihr den Text zu Ende lesen, weil ich bin nicht schnell genug, um das vorzulesen. was ich auf jeden Fall gesehen habe, was bei Roguelites normalerweise nicht so üblich ist, dass das Spiel auch wirklich eine richtige Story hat. Also, wie zum Beispiel For the King, was ihr bei Arcadia gut sehen könnt. Ja. Roguelites ist ja einfach nur, du bist in einem Dungeon, versuchst da durchzukommen. Mit jedem Run machst du dir das irgendwie leichter. Ist auch hier natürlich der Fall. Und einer wirklichen Story folgst du dabei nicht. Hier ist es halt anders. Hier folgst du wirklich einer Story dabei. Also an dem Spiel hätte man schon wochenlang was zu knabbern. Also als YouTuber bzw. Streamer. Ihr privat hättet da wahrscheinlich den ganzen Tag mit zu tun. Je nachdem, wie gut ihr seid. Jetzt beginnt das richtige Spiel. Hier könnte man jetzt aussuchen, was man ist. Ein Dieb, ein Held. Das bestimmt die Fähigkeit, die man hat. Und ihr seht, da gibt es einiges freizuschalten. Wer weiß, vielleicht spiele ich das auch nochmal, wenn die Vollversion raus ist. Ich glaube, die ist sogar schon raus. Hey, du bist wach. Du hast ziemlich übel ausgesehen, als ich dich gefunden habe. Du bist wohl härter im Leben, als ich dachte. Wo wir sind? Du hast wohl wirklich was auf den Kopf gekriegt. Das ist das Land Tarsus. Atme diese frische tarsianische Luft ein. Nicht übel, oder? Ich heiße Griff. Ich baue schon mein ganzes Leben. Ich hatte immer wieder diesen Traum, dass ich in dieses Land reise und eine Stadt mit dem Namen Intori erbaue. Das wird eine Menge Arbeit, aber dafür lebe ich. Na, wo du schon mal hier bist und du kaum weißt, wo hier ist, warum hilfst du mir nicht? Als erstes brauche ich eine ordentliche Werkstatt, aber für das Material benötige ich 80 Edelsteine. Die alten Kerkorinen sollen voll mit Edelsteinen sein. Eine liegt am Pfad nach Nordosten. Ich würde ja selbst gehen, aber wer baut denn hier weiter? Du hast ein Schwert. Sieht aus, als könntest du dich selbst verteidigen. Nun, größtenteils. Was meinst du? Nein! Okay, diese Arbeitsmoral sehe ich gern. Geh von hier aus nach Osten und folge an der Gabelung. Den Pfad nach Norden, um die Terraka-Festung zu finden.
Komm wieder zu mir, wenn du 80 Edelsteine gefunden hast. Ich will mit der Arbeit anfangen. So, das ist das, was ich mit der Story meinte. Man muss denen helfen, hier diese Stadt aufzubauen. Also, man macht auch wirklich was. Ja, man kann auch mit den Leuten hier natürlich reden. Wo ich das Geld jetzt genau ausgebe, weiß ich nicht. Ich habe halt nur die Bilder gesehen. Ich glaube schon, dass hier irgendwo ein Laden ist. Ich kann die Blätter von den Bäumen holen teilweise. Wissen, hey, die kann ich so ein kleiner Busch aufhalten. Im Norden sollte ich hin. Folgen wir auch mal dem, was wir eigentlich machen sollen. Wir wissen nicht mehr, was hier ist, aber es wird schon richtig sein. Held, kannst du mich hören? Die vier Titanen von Tarsus werden unruhig. Ihre Geister sind zwar in die großen Kerker gefesselt, aber mit ihren wachsenden Kräften beschwören sie eine Armee von Monstern. Jeder Titan hat seinen Kerkerwächter erschaffen, der seine Macht bewahrt. Du musst in die Kerker eindringen und sie besiegen, bevor es zu spät ist. Deine erste Herausforderung wartet. Geh von Inturi nach Ost und folge dem Pfad in den Nordosten zur Terraka-Festung, dem ersten großen Kerker von Tarsus. Steig tief in den Kerker hinab, Stockwerk für Stockwerk, bis du dem Wächter triffst. Ich kann dich wiederbeleben, wenn du stirbst, aber kämpfen musst du selbst. Viel Glück, Held. Im Übrigen, falls ihr euch das gefragt habt, die Vollversion, die wird 20 Euro kosten. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel, wenn man mich fragt. Leute, ich bin jetzt mal zur Abwechslung mal nach Osten gegangen. Und ich denke mir, dass ich auch über diesen Weg gehen muss. Klingt für mich zumindest richtig, weil da links konnte ich nichts machen. Ein Stein zum Werfen. Gut so, pam! Ich glaube, werfen ist hier die Devise. Aber, weil dann kann ich nicht währenddessen angegriffen werden. Kann ich auch da hochwerfen? Hä? Nein. Ich lerne das Werfen noch. Au. Au, der Schleim, er ist unbesiegbar. Ich weiß nicht, wie ich sie besiegen soll. Leben. Nein, da ist ein böser Schleim. Obwohl, die sind alle böse mir gegenüber. Kann ich eigentlich auch das Ding da oben irgendwie wechseln? Also hier seht ihr auch schon, dass wir richtig viel freischalten können. Was mache ich mit dem Kohl? Einen Moment, Leute. So, Leute, jetzt habe ich den Anruf eben kurz gemacht. Also ihr seht, Leute, wir haben eine riesige Karte, die wir erkunden müssen. Also wir haben hier richtig viel zu tun mit dem Spiel. Zumindest, wenn wir die Vollversion spielen. Wir müssen zur Terraka-Festung. Also gehen wir nach Norden eigentlich. Aber ich will auch ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir hier was. Aua. Die Birke, die sticht richtig heraus, ne? Ich habe eine Farm gefunden. Ah, ich kann sie auch durch die Wand töten. Iiik! Geht weg! Wir kommen noch her! Kampf gewonnen! Mit einem mächtigen Schlag! Okay, so geht's nicht. Ich denke mal, dafür brauche ich auch erst ein Item, das man aus einem anderen Gebiet kriegt.
Aber ich hätte eigentlich gut gern Bock auf die Vollversion. Der Schleim, der hat sich gerade einfach zu einem Stachelball gemacht. Das ist schon wieder so eine hässliche Kuh. Ach, geh doch weg. Man merkt einfach, wie stark man unterlegen ist. Habe ich eine Schaufel? Da kann man doch bestimmt in der Schaufel was machen. So, ich nehme jetzt diesen Stein und werfe ihn in den Busch. Ja, genau so habe ich das geplant, Leute. Ich weiß nicht, was ihr gesehen haben wollt, aber genau so war das geplant. Und nicht anders. Oh, da ist schon wieder diese komische Hexe, die den Weg versperrt. Wahrscheinlich ist sie einfach nur dafür da, in der Demo, dass man dem richtigen Pfad folgt. Ich denke, irgendwie mit jeder Statue könnte man was machen. Mann, diese blöden Kühe. Die wirken so extrem stark, aber wahrscheinlich sind sie es überhaupt nicht. Da ist eine Truhe. Die ist da unten. Die muss ich doch bestimmt holen. Komme ich hier irgendwo hoch? Da komme ich hoch. Ich will da durch. Irgendwo. Vielleicht von der rechten Seite aus. Gerade eben habe ich doch auch noch hier durchgepasst. Zack. Ich pass hier durch. Ja! Ich wusste es doch. Ich bin nicht zu fit. Schwermetallkugel, die warm ist. Legenden nach können Artefakte Edelsteine von Titanenopfern nutzen. In Büschelfeldern. Ist das ein Item zu nutzen? Nee. So, hier bin ich durch. Wahrscheinlich kann... Nach Wahrscheinlichkeit kann ich das dem einem Totem, was ich da oben gerade eben zerschlagen wollte, eben opfern. Oder auch nicht. Habe nichts gesagt. Aber ich verstehe so langsam das Spiel. Wir sind bei dem Pfad angekommen. Die Libelle kann ich nicht umbringen. Schön, dass das auch endlich geklärt ist. Ah, eine neue Warp-Statue. Guck, jetzt kann ich mir den Weg bis dahin leichter machen. Da muss ich rein, oh Gott. Du willst die Herausforderung von Terka annehmen? Ein Herz kommt, kennt weder Angst noch Gier. Gib deine gut auf. Dann darfst du in deinem Ende ins Auge sehen. Okay, was habe ich aufgegeben? Mit 3 Edelsteinen kann man sich eine Abkürzung holen. Okay, ein Schlüssel. Wo muss ich lang? Jetzt fühle ich mich wie beim alten Zelda. Oh Gott, sind das viele. Zack, komm. Zack, zack, zack. Also ich habe den Spaß meines Lebens. Links kann ich nur lang. Hallo? Was ist denn das da für ein Mega-Ding? Ein Mega-Ding, das mich komplett auseinander nimmt. Okay, ich habe verstanden. Ja, verstanden, Spiel. Das hatte ich nicht verstanden. Was ist das? Hilfe! Hilfe! Ich sollte aufhören, an den Dinger zu ziehen.
Ist das einfach so ein Regen, den ich machen kann? Na, da kann auch was Gutes bei rauskommen, okay. Also einfach weiter hoffen. Da kam Leben mit bei. Wie mache ich das Ding kaputt? Muss ich vielleicht genau das rote Ding treffen? Nein, das Ding ist unbesiegbar. Am besten in Ruhe lassen. Woran soll ich jetzt diese Löcher kennen? Ach, da ist dunkel an der Stelle. Da kann ich nicht hingehen. Da ist ein Loch. Der ist Senior unbesiegbar. Ich brauche einen Heal. Da ist schon wieder diese böse Falle. Einen Schlüssel habe ich. Ich würde aber gerne nach oben erst gucken. Ein Heal. Da flüchten sie. Ein Glaszauberstab. Ein gläserner Zauberstab zerbricht bei Tod. Feuert magische Geschosse. Probiere ich gleich aus. Ich habe irgendwas geöffnet. Ausrüstung. Kann ich das auch hier oben ändern? Ja, mit L und R. Huh. Ein gläserner Bumerang. Ich muss aufpassen, ne? Komm her. Mit dem Mana muss man auch sparsam sein. Wusste ich doch, dass sich da drin was versteckt. Ein Schlag noch und ich bin tot. Ein Kerkerplan. Oh Gott. Nein. Und danach springt hier auch noch einen Tod. Hey, doch wenn du soeben gefallen bist, ist das nicht das Ende deiner Reise. Ja, jetzt kam der Urkleidteil. Es zeigt mir noch, wodurch ich gestorben bin, was ich geschafft habe. Und dann darf ich mich wiederbeleben. Meine Göttinnen, ich stand hier nichts an, als plötzlich ein riesiger Lichtstrahl den Himmel über dem Haus zerteilte. Dann kommst du durch die Tür, fit wie ein Turnschuh. Ich war mir nicht sicher, ob du den Ausflug in den Kerker überstehen würdest, aber du bist wohl ziemlich hart im Leben, von den Göttinnen von Tarsus gesegnet. Mit so einem Helden an unserer Seite haben wir diesen Ort im Handumdrehen aufgebaut. Und sieh mal an, das ist so geschafft, mir die Edelstelle für meine Werkstatt zu bringen. Was meinst du, fangen wir an? So, jetzt haben wir die Werkstatt. Jetzt haben wir hier halt die Verbesserung. Wir haben auch noch 80 weitere Edelsteine für den nächsten, ne? Also wir haben 161. Ich habe einen Brief von jemandem namens Nick erhalten. Er schreibt, dass er auf dem Weg hierher ist, um die Kerker zu erforschen. Er müsste schon hier sein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Halte rund um die Taraka-Festung auch schon nach ihm, falls er in Schwierigkeiten ist. Ich habe das Gefühl, er ist nicht so hart im Leben wie du. Ich würde gerne in den Laden... Und dann kann ich mir jetzt hier diese Sachen auch kaufen. Guck, jetzt kann ich mir hier die Klinik bauen lassen. Und da kann ich mir dann Aufwertungen holen. Oder neue Möbel. So, die meisten Sachen kann man natürlich noch nicht kaufen. Weil... Ist für die Vollversion vorgesehen. Aber ich kann jetzt hier einmal in die Klinik gehen. Hier ist sie. Meine ich zumindest, dass das die Klinik jetzt ist. Und dann kann ich mir hier halt diese Steigerungen holen. Also das ist das, was ich mir hier als Verbesserung holen kann. Zum Beispiel, dass ich mehr Leben habe, dass ich mehr Magie an sich habe. Das muss man sich dann alles hier drüber freischalten. Und der Dungeon ist auch jedes Mal anders, wenn man wieder neu reinkommt. Die Lampe, die hat man basismäßig. Alles andere muss man finden. Verliert man halt, sobald man stirbt.
So. Ich brauche Geld, um die Truhe zu öffnen. Mit einem Schlag mache ich die Lampen wieder aus. So, das würde ich gerne mitnehmen. Komm her. Habe ich jetzt genügend für die Kiste? Waren es 44 oder 45? Ganz schnell. Ich muss die schnell genug ankriegen. Ja. Eine neue Kiste. Ein Schlüssel. Ja. So, und was ist hier drin? Oh, lecker. So. Nächster Raum. Ich glaube, da unten sind Bomben für mich. Ich hab dich gesehen. Warum kann ich dich nicht angreifen? Ja, die Bomben sind aber nicht zum Mitnehmen. Ah! Die explodieren, während ich sie trage? Schnell genug wegwerfen. Was genau muss ich damit aussprengen? Muss ich das aussprengen? Ich habe da unten zumindest irgendwas aufgesprengt. Komm her. Ich muss damit so manche Türen aufsprengen. Okay. Warum gehe ich da rein? Warum bin ich so suizidgefährdet? Warum kämpfe ich, wenn ich Bomben werfen kann? Ist doch eine gute Frage eigentlich. Kann ich hier oben auch aufsprengen? Prüfen. Nein. Aber so mache ich auf. Als ob ich mit euch kämpfe. Das glaubt ihr doch selber nicht. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, euch easy umzubringen, lass mich das Ding noch werfen, bevor du mir irgendeinen Text gibst. Aua. Ich würde gern diesmal leben. Ich glaube, hier kann man auch aufspringen. Nein, kann man nicht. Warte mal. Pam. Warum mache ich es mir schwer? Ich habe den Stab doch gerade eben eingesammelt. Kann ich ihn ruhig nutzen. So. Zweite Tür geöffnet. Wofür auch immer ich jetzt die zweite brauche. Okay, hier unten lang. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Hohoho, das war eng. Hilfe! Was tue ich mir hier an? Oh, Himmelswene. Sag bloß, ich muss die auch noch zeitig hier irgendwie machen. Aua. Ich mache am besten erstmal diese Schalter am Rande. Wahrscheinlich machen sie die Stacheln aus. So, abwarten. Rüber. Nein, das macht nur die Kiste da. Och Gott, ey. Ich will die Kiste haben.
Man muss das auch noch zeitlich schaffen. Das Spiel ist doch gaga. Ja, komm, dann warte ich, bis die Flamme hier ausgeht. Okay, Leute, let's go. Let's go. Ich bin in die Stacheln gerannt. Ich glaube, ich beende das hier mal. Die Dungeons, die gingen noch viel, viel weiter. Es gibt auch einen Boss. Vielleicht sehen wir den bei der Vollversion. Da werde ich dann höchstwahrscheinlich auch mit irgendwen zusammenspielen. Weil das alleine weiterzumachen ist einfach nur gaga. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.